It's black and white. Was geht ab, Leute, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem etwas anderen Karriere-Video. Wir werden heute die ganzen drei Ligen in Deutschland einmal umändern und nach alphabetischer Reihenfolge sortieren. Wie zum Beispiel der erste FC, also zum Beispiel der FC Augsburg. Und zum Beispiel der Borussia Dortmund spielen zum Beispiel weiterhin in der Bundesliga, während zum Beispiel Mannschaften wie VfL Wolfsburg oder auch der VfL Bochum in der dritten Liga spielen werden. Werden wir dann 10 Jahre das einmal simulieren komplett und werden mal gucken, ob die Bundesliga-Mannschaften, die in der dritten Liga starten oder auch in der zweiten Liga sind, wieder in die Bundesliga kommen und ob sich dann auch wieder einiges wieder so ändert, wie es jetzt im Moment ist. Oder ob vielleicht der ein oder andere kleine Verein oder der ein oder andere Zweitligist sich vielleicht sogar etablieren kann in der Bundesliga. Zur Info, für das Experiment muss ich selber einen Verein auswählen in den drei Ligen. Ich werde aber es so machen, dass wir die Transferphase im Sommer ist geschlossen. Also keiner kann Transfers tätigen, nur im Winter. Ja, da werden wir natürlich immer sich jetzt versuchen, natürlich das auch fair zu machen, damit auch dieser Verein eine Chance hat. Ja, ich wähle natürlich wahrscheinlich aber einen etwas schwächeren Verein. Weil wir wollen natürlich sehen, wer die Meisterschaft gewinnt, wer den DFB-Pokal gewinnt, wer aufsteigt und absteigt und wer natürlich die Champions League gewinnt. Das sind unsere drei Wettbewerbe, auf die wir achten werden. Oder vielleicht auch natürlich auch auf die Europa League und Conference League. Die Bundesliga sieht einmal so aus. Ihr seht, alles geordnet nach Namen. Genau, ich muss natürlich dadurch, dass viele Mannschaften ja in der Bundesliga mit erster FC anfangen, also wir fangen sozusagen an mit der 1 und dann geht es weiter A bis runter zu ja, zu F. Also A bis F sind in der Liga drin, also 1 bis F. Ihr seht hier immer die Mannschaften drin. Es sind schon sehr interessante Mannschaften drin. Dortmund 2 zum Beispiel, Dortmund Dresden Braunschweig, auch Erzgebirge Aue zum Beispiel dabei oder auch halt Freiburg 2 und nicht Freiburg 1. Die zweite Liga beginnt bei H, also ihr könnt es ein bisschen sehen, es ist ein bisschen durcheinander. Tut mir in der Sicht halt leid. Also beginnt auch bei F, nämlich Kräuter Fürth hat es nämlich nicht geschafft. Einfach weil der FÜ ist und FÜ halt dahinten, weiter hinten ist. Deswegen Fürth, aber ihr seht natürlich auch hier die Mannschaften komplett durchgemischt. Wir haben Heidenheim, wir haben Saarbrücken, Leverkusen, Gladbach, Hamburg und Hertha sind sowieso hier drin, weiterhin Hannover auch. Aber RB Leipzig und auch Rot-Weiß Essen. Also die zweite Liga ist sehr geladen und ich bin sehr gespannt, wer da als erstes aufsteigen wird. Und dann haben wir noch die dritte Liga, das sind logischerweise dann die restlichen Teilnehmer, auch hier einmal nach Namen sortiert. Ich weiß, es ist leider nicht komplett perfekt nach Namen sortiert, aber hier ist alles bis runter auf W. Ja, also hier sind Mannschaften drin wie Union Berlin, der SC Freiburg, der SC Paderborn, der SV Darmstadt 98, ihr merkt schon, SV. Ich muss das so machen, anders ging es nicht, sonst wäre es ein bisschen durcheinander geworden. Auch hier Hoffenheim, VfB Stuttgart, die im Moment ja in der ersten Liga ja super gut spielen. Bremen, Wolfsburg und Bochum. Also es sind schon der eine oder andere Bundesligist dabei, natürlich auch der eine oder andere Drittligist dabei, aber ich bin sehr gespannt, wie sie sich machen und dann gehen wir hier einmal schon mal in die erste Simulation rein. Wir fangen an mit der dritten Liga. Nach der ersten Saison ist der VfL Wolfsburg wieder in der ist aufgestiegen, 76 Punkte vor Union Berlin und in die Relegation muss der VfB Stuttgart, Hoffenheim, Bochum schaffen es nicht, sehr, sehr knapp. Die ganze Tabelle und letzter ist der SSV Ulm, Elversberg und TSV 1860 München, VfB Lübeck. Die wären weg vom Fenster, wenn es eine vierte Liga geben würde. In der Relegation steigt auch der VfB Stuttgart auf, gewinnt 6:1 die Relegation gegen Preußen Münster und ist damit zumindest wieder in der zweiten Liga. In der zweiten Liga wird der RB Leipzig Meister.
Vor Gladbach, Leverkusen wird Dritter, Hertha starker Vierter. Überleg, was da für Mannschaften drinne waren. Absteigen tun Rot-Weiß Essen deutlich und Halle. Preußen Münster ist 60, ist auch abgestiegen, das haben wir ja gerade gesehen. Saarbrücken hält sich, der Bayern und Frankfurt Besieger. Also Respekt an der Stelle. Kommen wir nun zur Bundesliga und da gewinnt mal, wie man es kennt, der FC Bayern München die Meisterschaft vor Dortmund. Mainz wird Dritter, Schalke Vierter. Also das ist schon sehr, sehr stark. Also Wahnsinn. Rostock, Dresden, Bielefeld halten sich, auch Duisburg und Aue. Freiburg 2 steigt ab. Braunschweig steigt ab und Dortmund 2 muss gegen Leverkusen in die Rallye. Da bin ich sehr gespannt. Einfach 32 Punkte reichen zum Nichtabstieg. Die Champions League gewinnt derweil einfach Manchester United gegen Napoli im Finale. Also sehr, sehr strange, aber sie ist in der Hinsicht nicht mal schlecht. Die Europa League geht an Newcastle United, 3 zu 2 gegen Sporting. Und die Conference League geht an die Eintracht, also in dem Fall mal ein deutscher Verein. Die schlagen Fenerbahçe Istanbul mit 2 zu 1. Angekommen nach der zweiten Saison. Und ihr seht schon, die TSG Hoffenheim und Werder Bremen steigen auf in die erste, in die zweite Liga. Freiburg muss in die Relegation. Bochum tritt noch eine extra Runde. Pauli und Darmstadt mega schwach unterwegs. Auch Wiesbaden, die hätte ich mir stärker, die drei hätte ich mir schon ein bisschen stärker. Elversberg so ein bisschen gefangen, nachdem sie letzte Saison vorletzter waren. Ja, Lübeck, Sandhausen, Preußen, Münster und Rot-Weiß Essen. Das sind die Schwächsten. Die Relegation gewinnt Saarbrücken. Frage des Tages, wie sind die bitte in die zweite Liga abgestiegen? Egal. Gewinnt das? Ich verstehe gerade nicht, wie die in der zweiten Liga sind, aber okay. Auf jeden Fall gewinnen sie gegen den SC Freiburg und Freiburg bleibt weiterhin in der dritten Liga. Das ist schon eine sehr große Überraschung. In der zweiten Liga steigt Wolfsburg direkt auf und ist wieder zurück in der Bundesliga, genauso wie Union Berlin. Auch die schaffen es sofort wieder aufzusteigen in die zweite Liga. Der HSV geht in die Relegation. Das kennen, da kennen die sicher schon so ein bisschen aus. Hannover, Heidenheim schafft es nicht. Hertha auch nicht. Der Stuttgart wird nur Achter in der Liga. Dortmund 2 hält sich gut dazu nach dem Abstieg. Freiburg 2 auch. Und Karlsruhe, Jahn Regensburg, die steigen ab. Das ist für mich ein bisschen sehr überraschend. Und Saarbrücken ist in der Relegation, da haben wir mal gesehen, die haben sich durchgesetzt. Sie bleiben also in Liga 2 mal wieder. In der Bundesliga wird der BVB Meister. Also Meisterschaft geht an den BVB. Pokal waren sie schon raus. Leipzig wird Zweiter, Leverkusen in der Backout-Season dritte, Leipzig und Leverkusen in stark in ihrer ersten Saison wieder zurück auf 2 und 3. Bayern verpasst die Champions League. Schalke und Mainz können das nicht bestätigen, was sie gemacht haben. Und absteigen tun Nürnberg und Duisburg. Hansa Rostock mit 25 Punkten 16. Aue rettet sich wieder, genau wie Dresden und Ingolstadt. Auch Bielefeld weiterhin in der ersten Liga. Also nicht schlecht. Gladbach auch sehr stark als Siebter unterwegs. Kommen wir zur Champions League. Die gewinnt einfach Olympique Marseille im Elfmeterschießen 4 zu 3. Ich kann euch mal kurz sagen, die Bayern waren im Halbfinale, aber aufgepasst. Wir gucken mal, die Bayern hier, Gruppensieger, Mainz als letzter raus. Da war noch in der Stangengruppe Dortmund über Real Madrid und Schalke in der Europa League. Dortmund hat es aber nicht ins Halbfinale geschafft, war gegen Liverpool Schluss. Europa League-Sieger wird der FC Chelsea gegen Betis Sevilla. Und Conference League-Sieger wird der AC Florenz. Ja, und wir sind angekommen am Ende der dritten Saison unseres kleinen Experimentes. Und im Hintergrund seht ihr schon, der SC Freiburg hat mit 80 Punkten die dritte Liga gewonnen, steigt damit wieder auf. St. Pauli folgt auf 2. Ja, Darmstadt auf der 3 und Bochum, ja, so ein bisschen im Moment immer noch die enttäuschenden 72 Punkte reicht am Ende nicht.
Hier seht ihr noch den Rest. Liga. DFB-Pokal gewinnt Bayern München mit 2:1 gegen den FC Schalke 04. Also da auf jeden Fall die Bayern also schon mit einem Titel mehr wieder ausgestattet als im letzten Jahr. Und die Relegation geht an Darmstadt 98. Die schlagen Freiburg 2. Damit macht Freiburg, tauschen die Freiburger einmal. Die Freiburg 1 geht wieder in die zweite Liga, Freiburg 2 zurück wieder in der dritten Liga. Darmstadt gewinnt aber deutlich knapp mit 3:2. Die zweite Liga gewinnt die TSG Hoffenheim mit 74 Punkten vor dem ersten FC Nürnberg und dem HSV, der in der Relegation will. Werder Bremen, Hertha, Heidenheim, Stuttgart bleiben alle weiterhin in der zweiten Liga. Und absteigen tun Dortmund 2, Duisburg geht einmal durch und auch Freiburg 2, die steigen ab. Also wieder drei Vereine mehr, die wir in der dritten Liga ja eigentlich heimisch sind. Saarbrücken bleibt weiterhin in Liga 2, rettet sich auch zum dritten, rettet sich auch wieder hier mit 36 Punkten am Ende. Sehr, sehr starke Leistung. Bayern holen das Double. Die Bayern sind damit auch Meister in der Bundesliga. Neben dem DFB-Pokalsieg gewinnen sie mit 4 Punkten Vorsprung vor Dortmund. Leipzig auf 3, genau wie Leverkusen auf 4. Mainz wieder überragender Fünfter. Union in ihrer ersten Saison wieder zurück auf Platz 6 in der Liga. Und auch hier, ja, halten sich noch die ein oder anderen Mannschaften. Aber für Dresden und Rostock ist es vorbei. Ja, und Aue muss in die Relegation. Sind wir gespannt, wie es dann nächste Saison aussieht mit denen. Aber Dresden und Rostock, die sind abgestiegen. Gehen erstmal wieder in die Liga 2. Kommen wir nun zur Champions League. Die geht an Real Madrid. Also auch hier wieder keine deutsche Mannschaft. Dortmund bis im Halbfinale waren sie dabei. Verloren aber gegen Real Sociedad und Real Madrid ohne Probleme im Finale. Die Euroleague geht dafür aber an die Bayern, also ein Triple. Und das ist schon eigentlich fast ein Champions League Finale. Bayern gegen Juve. Bayern holen einfach das Triple aus Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League. Und der letzte Titel, der vergeben wird, geht an den AS Monaco. Die gewinnen gegen Sassuolo mit 3:0. Die Conference League. Mal gucken, wie das Ganze aussieht nach der Saison 4. Die vierte Saison ist vorbei und wir sind mal wieder in der dritten Liga. Und ihr könnt schon sehen, der SC Paderborn, die sind diesmal aufgestiegen mit 72 Punkten. Waldhof Mannheim auf der 2 mit 70 Punkten und Regensburg in der Relegation. Bochum bleibt wieder in der dritten Liga. Ja, auch andere Zweitligisten bleiben hier immer noch hängen, wie zum Beispiel der SV Elversberg oder auch Wiesbaden. Alle, die bleiben hängen, genau wie Karlsruhe auch. Die Relegation gewinnt sogar der Jahn Regensburg und steigt damit wieder in die zweite Liga auf und schlagen Osnabrück mit 7:3 insgesamt. Und damit auch der Jahn Regensburg wieder zurück in der zweiten Liga. In der zweiten Bundesliga steigt der VfB Stuttgart auf. Nach langer Abstinenz in der Bundesliga ist dann mal wieder die Bundesliga da für den VfB. Der SC Freiburg steigt mit auf. Als zweiter Dynamo Dresden geht als dritter in die Relegation. Sehr stark Werder Bremen treten der weiter in extra Runden, genau wie auch Hertha. Heidenheim nicht besser. Darmstadt auch hier nur 13. Und absteigen tun jetzt tatsächlich die tapferen Saarbrücker. Kaiserslautern geht in die dritte Liga und der VfL Osnabrück verabschiedet sich auch und geht in die dritte Liga. In der Bundesliga feiern die Bayern ihre nächste Meisterschaft, auch hier ganz knapp diesmal vor Leverkusen. Dortmund und Leipzig. Mainz weiterhin überragend stark auf der 6, wieder europäisch. Ja, und absteigen tun der erste FC Nürnberg, der FC Ingolstadt und Arminia Bielefeld geht in die Relegation. Düsseldorf bleibt weiter drinne. Aber wir haben bald wieder ein gewohntes Bild in der Bundesliga. In der Champions League setzt sich der FC Arsenal derweil gegen PSG durch. Also auch wieder keinen deutschen Sieger. Die weitesten waren im Viertelfinale Dortmund und Leipzig, die beide gegen, ja, Barca und Arsenal rausgeflogen sind. Die Europa League geht nach Spanien. 5:3 nach Elfmeterschießen setzt sich Atletico Madrid gegen den AC Milan durch.
damit also wieder ein Titel nach Spanien. Und die Conference League geht diesmal an Italien in Persona von Napoli. 3:1 setzen sie sich gegen West Ham United durch. Die Eintracht war derweil wenigstens bis im Halbfinale, schied da aber gegen Napoli am Ende aus. Also, das war die vierte Saison. Was kommt nach der vier? Die fünf. Wir sehen uns nach der fünften Saison wieder. Angekommen am Ende der fünften Saison. Und ja, ihr seht die dritte Liga wieder. Unterhaching ist Meister geworden mit 88 Punkten vor dem MSV Duisburg, die wieder aufsteigen, auch 88 Punkte. Und ja, Dortmund 2, 82 Punkte auf der 3. Ja, Karlsruhe weit abgeschlagen und auch andere Mannschaften hier. Und vor allem Kaiserslautern, VfL Bochum und Wien Wiesbaden, genau wie Elversberg, überraschen mich 15, 16, 17, 18 ganz, ganz schwach. Preußen Münster gerade mal 20 Punkte. Im DFB-Pokal gewinnt dieses Jahr die TSG aus Hoffenheim gegen den FC Bayern München mit 3:2. Und in der Relegation gewinnt Dortmund 2, die in der ersten Liga angefangen haben in diesem Projekt, die in Relegation gegen Waldhof Mannheim mit 3:2 insgesamt und steigt wieder in die zweite Liga auf und Mannheim geht wieder runter in Liga 3. In der zweiten Liga sitzen sich am Ende des Tages der SV Werder Bremen durch als Meister und die Hertha aus Berlin auf der 2. Bielefeld muss in die Relegation. Ingolstadt wird starker Vierter. Heidenheim dreht weiter Extrarunden. Aue hält sich, Darmstadt hält sich gerade so. Regensburg steigt ab, Braunschweig steigt ab. Ja. Und auch Waldhof Mannheim steigt ab. Also Aue zum Beispiel hält sich relativ gut in der zweiten Liga, obwohl sie ja eine Drittligamannschaft sind. Ja, und in der Bundesliga würden wieder mal die Bayern Meister vor Dortmund, Leipzig und Frankfurt. Leverkusen auf 5, 6. Wolfsburg. Mainz dieses Mal nicht europäisch vertreten. Schalke hält sich weiterhin gut und tapfer in der Liga. Und auch der HSV absteigen tun jetzt Fortuna Düsseldorf, Dynamo Dresden und und Augsburg muss in die Relegation. Dresden lange gehalten, jetzt in der fünften Saison dann abgestiegen. Düsseldorf genau dasselbe. Weiter geht's mit der Champions League, die in dieser Saison einfach Real Sociedad gegen Manchester City gewinnt mit 2:0 im Finale. Also es ist schon sehr überraschend, gegen wie Real Sociedad alles weitergekommen ist. Erst Manchester United rausgehauen, dann Barcelona im Achtelfinale Celtic. Gruppe mit Dortmund gewesen, sich da durchgesetzt als Zweiter und dann Champions League Sieger. Sehr stark. Europa League Sieger wird der FC Porto gegen Dortmund. 2:1 setzen sie sich durch im Finale. Dortmund hat einfach Liverpool rausgehauen, während Porto Juventus Turin rausschmiss. Und die Conference League geht in dieser Saison an die Spurs. Die Spurs haben einen Titel. 2:1 gegen Ajax Amsterdam. Im Finale holen sie sich, ja, the best of the rest Pokal, so ungefähr. Und wir sehen uns wieder am Ende der sechsten Saison. Die Hälfte haben wir durch. Jetzt ab in Saison 6. Ihr seht im Hintergrund die dritte Liga. Karlsruhe SC schafft den Aufstieg mit 70 Punkten. Punktgleich mit der Freiburg 2. Und Braunschweig geht in die Relegation. Ja, weiterhin überragend enttäuschend. VfL Bochum und Kaiserslautern. Die es immer noch nicht geschafft. Die, ja. Bochum ist immer noch nicht aus der dritten Liga rausgeschafft nach der sechsten Saison. Und Kaiserslautern Wiesbaden sehr, sehr schwach. Auch Elversberg wäre abgestiegen sogar in dieser Saison. In der zweiten Bundesliga steigt überraschenderweise die Spielvereinigung Unterhaching auf mit 83 Punkten vom FC Augsburg, die mit 82 Punkten richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Erzgebirge Aue 66 Punkte, also schon deutlich dahinter, aber Erzgebirge Aue auf der 3, Riesenrespekt. Darmstadt treten eine Ehrenrunde weiter. Absteigen tun der SC Paderborn deutlich mit 22 Punkten. Holstein Kiel mit 27 Punkten und Magdeburg muss in die Relegation und hat 30 Punkte. Den DFB-Pokal, den gewinnt die Borussia Dortmund in diesem Jahr. Also die Dortmunder da sehr, sehr stark unterwegs gewesen, holen sich den Pokal einmal
ab gegen den VfL Wolfsburg mit 2 zu 1. Der Relegation schlägt Erzgebirge Aue die Hertha mit 4 zu 1 und steigt damit in die Bundesliga auf. Die Hertha geht wieder zurück in Liga 2. Ja, und in der Relegation für die dritte Liga geht Braunschweig hoch in die zweite Liga und Magdeburg in die dritte Liga. 4 zu 0, deutliche Sache. Die Bundesliga gewinnt mal wieder der FC Bayern. Es bleibt auch hier dabei. Die Bayern bleiben Rekordmeister ohne Probleme vor Leverkusen und Leipzig. Dortmund wird Vierter. Wolfsburg und Frankfurt dürfen in die Europa League. Und Schalke spielt Conference League. Auch sehr interessant. Ja, Relegationsplatz haben wir schon gesehen. Absteigen tun der SC Freiburg. Die spielen dann einfach mit ihrer zweiten Mannschaft in derselben Liga. Bielefeld steigt ab. Lange, 6 Jahre in der Bundesliga. Also nach der sechsten Saison geht es dann runter für die Arminia und die Hertha in der Relegation knapp raus und mit 25 Punkten. HSV 26 Punkte, ja, und damit, ja, das ist schon sehr, sehr krass. Aber wir haben ja wieder ein paar Überraschungen dann nächstes Jahr wieder in der Bundesliga. Kommen wir zu den europäischen Wettbewerben. Da gewinnt Arsenal das Finale gegen Atletico Madrid mit 2 zu 0, 1 und ist Champions League-Sieger. Die Bayern waren bis im Halbfinale, reicht ihnen aber am Ende nicht gegen Atletico. Die Europa League gewinnt Bayern 04 Leverkusen gegen Lazio Rom mit 2 zu 0. Ein deutsches Team, das einen europäischen Titel holt. Und die Conference League geht im sechsten Jahr an Feyenoord Rotterdam. Die schlagen Braga mit 1 zu 0. Und damit ist die sechste Saison auch vorbei. Und wir sehen uns am Ende der siebten Saison wieder. Angekommen am Ende der siebten Saison unseres Experimentes. Ja, und in der dritten Liga steigen am Ende der SC Paderborn, der SV Sandhausen auf. In die Relegation geht der 1. FC Kaiserslautern Bochum und bleibt weiterhin in der dritten Liga, gerade mal 9. Platz. Absolute Überraschung. In der zweiten Liga steigt Fortuna Düsseldorf sehr deutlich mit gerade mal 2 Niederlagen wieder auf. Als erster dahinter der SC Freiburg und in die Relegation muss der 1. FC Nürnberg. Duisburg und Darmstadt verpassen knapp. Riesending. Die Hertha gerade mal 14. Pauli 15. Braunschweig verabschiedet sich in die Liga 3, genau wie Freiburg 2 wieder. Karlsruhe muss in die Relegation. Bin ich sehr gespannt, wer da die Oberhand behält. In der Bundesliga triumphiert der BVB. Also es gibt wohl doch ein Universum, wo auch der BVB die Bundesliga gewinnt. Mit 68 Punkten vor RB Leipzig, dem Vizemeister. Unterhaching, die Überraschung überhaupt, 4 mit 59 Punkten. Bayern dahinter. Starke Schalker und Hamburger bleiben weiterhin in der Liga. Aue verabschiedet sich lang, lang. Da waren sie gut dabei, verabschieden sich in die zweite Liga. Stuttgart steigt ab und Bremen muss in die Relegation. Den DFB-Pokal, den holt sich aber der RB Leipzig und damit Dortmund kein Double, sondern nur die Meisterschaft. Die Leipziger gewinnen 2 zu 1. Bremen steigt auch ab. Die Bremer verlieren 5 zu 2 insgesamt gegen den 1. FC Nürnberg. Der 1. FC Nürnberg ist mal wieder in der Bundesliga. Die Champions League geht an Real Madrid im spanischen Finale gegen Atletico Madrid. Verlieren die Rojiblancos gegen Real mit 6 zu 5 nach Elfmeterschießen. Die Europa League gewinnt der Olympique Marseille mit 2 zu 0 gegen Atalanta Bergamo und die haben sich durchgesetzt gegen Barca und Liverpool. Die Conference League daraufhin geht in die Türkei zu Trabzonspor. Die gewinnen im Elfmeterschießen gegen Florenz mit 5-4 nach Elfmeterschießen. Auch die achte Saison ist jetzt vorbei und wir gucken mal wieder auf die Tabellen. In der dritten Liga steigt Braunschweig auf vor Holstein Kiel und Freiburg 2 muss in die Relegation. Wiesbaden hat mal wenigstens zum Aufstieg mitgespielt, wie Karlsruhe, Bochum. Ich weiß nicht, was mit ihnen los ist. Sie sind überhaupt nicht da, genau wie der SV Elversberg. Die spielen da auch ganz weit unten mit. Zweite Bundesliga gewinnt der VfB Stuttgart mit 71 Punkten
Vor dem SV Werder Bremen, die holen 66 Punkte. Bielefeld in die Relegation, geht in die Relegation. Ja, die Hertha verpasst sie ganz knapp und bleibt damit weiter in der zweiten Liga. Da Dresden und Aue weiterhin sehr stark auch unterwegs, genau wie Ingolstadt. Ja, Kaiserslautern steigt wieder ab. 17 Punkte, absolut eine Katastrophe. Sandhausen wieder runter und Heidenheim muss in die Relegation gegen. Ja, also das ist ja ganz schwach für die. Die Bundesliga gewinnt mal wieder Borussia Dortmund vor Unterhaching und dem Bayern. Alter, punktgleich, sehr, sehr knapp. Augsburg auf der 4, Riesenüberraschung, glaube ich. Sagen, Schalke bleibt weiterhin drinne, während Düsseldorf und Nürnberg nach unten gehen in die zweite Liga und der HSV spielt Relegation. Den DFB-Pokal gewinnt Unterhaching gegen Leverkusen mit 2:0, während die Relegation, wie man es auch nicht anders erwarten konnte, der HSV gewinnt. Sie bleiben sich treu, auch im EA24 gewinnen die Relegation. Das heißt auch weiterhin, ne, nie runter oder hochgegangen in der Relegation, immer in der Liga geblieben. Die Champions League gewinnt Juventus Turin gegen Unterhaching mit 4:0. Also, dass Unterhaching überhaupt da drin steht, ist schon eine Riesenüberraschung. Aber da zeigt dann auch Juve, ja, wie das dann geht im Champions League Finale. 4:0 gewinnt die alte Dame aus Italien. Die Euroleague geht in diesem Jahr nach Spanien. Real Sociedad schlägt da PSG mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Ja, und wenn man sich die Mannschaften hier anguckt, Mallorca, Kiew, es ist schon sehr, sehr komisch, was jetzt so in der achten Saison da auch so rumläuft an Mannschaften. Udine zum Beispiel auch hier sehr weit gekommen. Sehr interessant. Der Conference League-Sieger spielt ja in diesem Jahr Champions League sogar. Lazio gewinnt gegen Wolfsburg mit 1:0. Wolfsburg verpasst damit auch einen Titel, einen europäischen Titel für eine deutsche Mannschaft. Leverkusen war hier drin und auch Barcelona. Also das hat eher Champions League-Charakter als das Champions League-Finale und das Europa League-Finale. Das ist ja auch sehr interessant. Aber mal gucken, wie es in der Saison 9 aussieht, wenn die dann vorbei ist. Und da sehen wir uns gleich. Am Ende der 9. Saison steht in der dritten Liga der TSV 1860 München auf der 1 und Freiburg 2 steigt auch wieder auf in die Liga 2. Osnabrück geht in die Relegation. Karlsruhe, Lautern, Bochum, die sind immer noch hier drinnen. Die kommen einfach nicht hoch, genau wie Wiesbaden und auch Elversberg. Die klaren Verlierer in diesem Projekt. Die zweite Liga hingegen gewinnt der erste FC Nürnberg mit 70 Punkten vor dem ersten FC Ingolstadt, die auch aufsteigen in die Bundesliga mit 69 Punkten. 60 Punkte hat aber Düsseldorf geht in die Relegation. Hertha weiterhin in der zweiten Liga. Dresden und Dortmund halten sich, Dortmund 2 halten sich auch sehr gut da drinne. Absteigen tun Holstein Kiel, Hansa Rostock und Paderborn muss in die Relegation. Darmstadt und Heidenheim. Ja, auch in die eher unterklassige Zweitligatruppen. In der Bundesliga ist mal wieder der FC Bayern. Ganz oben knapp auf vor Leverkusen. Dortmund und Wolfsburg sind in der Champions League. Augsburg, Europa League, Stammgast anscheinend jetzt. Und Leipzig auf der 6. Unterhaching, der letztes Jahr noch in der Champions League Finale. Jetzt einfach 13. Also auch ganz schöner Downfall. Bremen steigt ab in Liga 2 mit nur gerade mal 18 Punkten. Freiburg auch Abstieg und der VfB Stuttgart muss in die Relegation. Die Champions League gewinnt wieder Juventus Turin, diesmal im italienischen Finale mit 2:1 gegen Napoli. Die Bayern waren bis im Halbfinale, haben aber dagegen Napoli verloren. Die Europa League geht auch an einen italienischen Verein, nämlich an Atalanta Bergamo. Mit 1:0 schlagen sie Villarreal, weil Unterhaching einfach im Halbfinale, genau wie Leeds United. Also ja, schon krasse Überraschung, wer da jetzt alles dabei ist in der Europa League. Ja, und die Conference League, die gönnt sich Tottenham Hotspur, also geht nach England. Endlich mal ein Titel für Tottenham. Harry Kane weg, toll, Titel kommen. Und ja, damit gehen wir dann jetzt auch in die letzte Saison mit der Saison 10. Wir sind angekommen in der letzten Saison, in der 10. Saison am Ende. Am Ende der 10. Saison sind wir angekommen. Und ja, hier nochmal, zum letzten Mal. Sandhausen steigt auf, Osnabrück auf der 2, Karlsruhe in der Relegation. Ja, und Mannschaften wie Holstein Kiel, Regen, oder auch Bochum, Magdeburg, Lautern, Wiesbaden, die konnten alle nicht mehr hoch. Also, die sind nicht einmal aufgestiegen. Bochum als Erstligist, immer noch in der dritten Liga, von Anfang an
Das ist schon eine sehr krasse Überraschung, während halt, ja, jetzt hier ist Osnabrück und Sandhausen wieder in die erst in die zweite Liga aufsteigen. In der zweiten Bundesliga steigen der SC Freiburg und der VfB Stuttgart wieder auf. Die Hertha auf Platz 3 in der Relegation. Aber hier, wenn man sich das mal anguckt, Erzgebirge Aue, stark in der zweiten Liga gehalten, Dynamo Dresden, auch die in der ersten Liga am Anfang gewesen, jetzt zweite Liga, Dortmund 2, same, Arminia Bielefeld, auch Duisburg, Braunschweig, TSV 1860 hält die Liga, Heidenheim steigt ab, Freiburg 2 steigt ab, okay, Darmstadt auf Platz 16, schon sehr, sehr krass, ne, wie viele Drittligisten sich aber in der zweiten Liga gehalten haben und wie viele Zweitligisten, ja, es einfach irgendwie so zu einer richtigen Fahrstuhlmannschaft geworden sind, genau wie Erstligisten. In der letzten Saison wird Borussia Dortmund nochmal Meister zum Abschluss vor dem ersten FC Augsburg, Mainz 05 auf der 3 und Eintracht Frankfurt auf der 4, Schalke auf 5 und die Bayern, der Rekordmeister, nur auf der 6. Unterhaching überragend, siebter Platz in der Bundesliga gehalten, jetzt wirklich ganz stark. Dann Düsseldorf und Hamburg, auch die haben sich gut gehalten. Ingolstadt geht wieder runter mit 15 Punkten. Nürnberg mit 16 Punkten. Wer Gladbach muss in die Relegation. Also schon sehr krass. Also Schalke, an alle Schalke-Fans, wirklich einmal wieder aufgestiegen, nie wieder die Bundesliga mehr verlassen. Überragende Leistung. Die Champions League gewinnt auch eine deutsche Mannschaft und das ist Borussia Dortmund. Gegen PSG gewinnen sie 3:1 überragend, schlagen den zweimal davorigen Sieger Juventus Turin im Halbfinale, PSG AS Alkmaar im Halbfinale. Krass, wie sich hier die Champions League geändert hat. Ja, Salerno ist in der Champions League gewonnen. Aberdeen war im Achtelfinale. Athletic Bilbao, Real Sociedad, Rapid Wien, Dinamo Zagreb. Also was hier für Mannschaften dabei sind, das ist ja auch sehr, sehr wild. Also ganz wilde Sachen. Die Europa League geht nach England. Atletico Madrid verliert gegen Chelsea mit 3:2. Einfach gefühlt mehr Champions League Finale als PSG gegen Dortmund. Auch das Halbfinale ist schon sehr krass. Porto, Napoli hier drinnen. Normalerweise erwartet man die in der Champions League. Auch Newcastle, Ajax, Sporting. Middlesbrough ist in der Europa League. Ganz schön krass. Auch Celtics, Stade Rennes war dabei. Bologna, Liverpool war dabei. Also auch sehr krass, gegen wen die dann einfach sich verabschiedet haben. Gegen Tottenham. Also sehr wild, wie es hier durchgegangen ist. Ja, und den letzten Cup, der geht auch nochmal nach Deutschland, nämlich an RB Leipzig. Die gewinnen die Conference League gegen Inter Mailand mit 3:1. Also auch hier Feyenoord Rangers, okay, die erwartet man vielleicht noch da. Barcelona war hier dabei. Okay, so wie es im Moment aussieht, würde es mich halt nicht wundern, wenn es in 10 Jahren wirklich so aussieht, dass Barcelona nur Conference League spielt. Wäre aber auch, glaube ich, ein richtiger Trümmerbruch für alle Barca-Fans. Dann SP Chalaron, keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Linz und Molde waren bis im Viertelfinale. Köln war im Achtelfinale. Ja, also auch ein ganz komischer niederländischer Verein. Nijmegen, also richtig krass. Leeds. Also sehr wilde Vereine hier, die sich in den 10 Jahren dann doch nach oben gespielt haben. Ja, aber wir können sagen, dass diese Sache, dieses Experiment vorbei ist. Es sind sehr, sehr wilde Sachen passiert. Sehr wilde Pokalsieger, wenn wir mal den DFB-Pokal gesehen haben. Ich konnte sie jetzt leider nicht mehr zeigen, da ich selber aus diesen 3 Ligen rausgegangen bin, weil ich einfach gesehen habe, dass es ein bisschen zu OP gewesen ist, dass ich da einen Mensch im Verein gemanagt habe. Ich bin jetzt selber in der La Liga am Ende gewesen, war zwischenzeitlich bei Athletic Bilbao, dann jetzt bei Las Palmas, also habe da jetzt nicht wirklich eingegriffen in den europäischen Football, habe da jetzt nicht viel gekauft oder sowas. Ja, an sich, wie gesagt, ein sehr, sehr cooles Experiment. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Gerne abonnieren, gerne ein Like da lassen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss.